Willkommen zu einem meiner neuen Let's Play. Und zwar Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. Natürlich die PAL-Edition. Das ist aber nur eine der Legenden, von denen die Leute sprachen. Na, ich werde nicht mehr lesen. Aber hey, es funktioniert toll, obwohl ich es mit meinen Hypercam filme. Seht ihr noch, oder? 30 FPS, 50 VPS. Und der Speed ist 100. Nun ja, das ist wirklich auch nur eine Geschichte. Mal sehen, wie es im echten Spiel wird. Ich werde zwei Cheats benutzen. Ja, ich bin billig, ich weiß. Aber somit wisst ihr schon einmal. Ich werde die unendliche Rubine und Nunja verwenden. Endlich hat's aufgehört. Diese Geschichte ist langweilig. Ah, das gibt's ja nicht. Ich schnapp mir meine erste Schimmel. Oh. Viel coolere. Record ich wirklich? Wow! Seht euch an, wie viel Speed! 88 und so! Die Hypercam hat echt drauf! Sie mag mich endlich! Ja, ich erinnere mich noch an damals, wo sie mich hasste. Die Musik lag. Alle Spiele gingen nur 50% schnell. Ja, jedenfalls funktioniert es. Ich glaube, ich werde sofort anfangen, den Part aufzuteilen. Das dauert wirklich sehr lange. Mit dieser dummen kleinen Geschichte auch noch länger. Und eigentlich soll das hier erstmal der Prolog sein.
wenn sie mit dem unteren Ski zum Schiff rüberspringen. Und dann hat mir die Kleidung behalten. Und dann hat das Spiel irgendwann bei diesem Deko-Baum. Probiert, glaub mir. Es hat einfach nicht funktioniert. Wisst ihr, damals konnte ich nur selbst lesen, weil ich keine Memory Card hatte. Niemals hatte ich. Aber dann ging mein Bruder. Ja, endlich habe ich ein paar. Blöd reinglot. Das war eines meiner Lieblingslenkerfälle, das Leben auf der Ring auf Tan natürlich. Lass es ja uns mal aufteilen. Also gut. Bis später, Leute.